Der Mensch berührt sein Gesicht im Durchschnitt pro Minute 3 bis 5 Mal. In der Zwischenzeit fassen wir Türklinken an, Wasserhähne und andere Menschen. Beth! Mom? Nein, geh rauf in dein Zimmer, Schatz! Wir haben also ein Virus und haben weder einen Behandlungsplan noch einen Impfstoff. Seit gestern Abend 32 Fälle. Ist das eine wundervolle Luft? Was finden Sie an dieser Luft denn so wunderbar? Sie ist frisch, ohne Keime. Hallo? Die Regeln sind einfach. Nummer 1. Vermeide um jeden Preis bewohnte Gegenden. Wohin fahren wir? Ich bringe uns in Sicherheit. Es ist ein altes Motel. Es steht schon seit Jahren leer. Nummer 2. Kommst du mit anderen Menschen in Kontakt? Geh davon aus, dass sie infiziert sind. Um wie viele Todesfälle handelt es sich? Vor 3 Tagen waren es 12. Vorgestern 57. Und heute haben wir schon keinen Platz mehr. Was Sie da sagen, ich finde das ungeheuerlich. Ungeheuerlich ist die Krankheit, Herr Kollege. Ist es eine Seuche? Ein synthetischer Virus oder ein psychologisches Phänomen? Ich bin das einzige Mädchen meiner Spezies. Ich habe noch nie ein anderes gesehen. Er ist jung. Ja, er war gerade erst geboren, als es passiert ist. Und wen haben wir da? Das ist mein Sohn. Ein hübscher Junge. Es sind schon 19 Tote, Hunderte, die infiziert sind, und es breitet sich wie ein Buschfeuer aus. Wir müssen die Kranken isolieren, und zwar richtig isolieren, Billy. Wir müssen dafür sorgen, dass alle anderen in ihre Häuser zurückkehren und dort auch bleiben. Das tun wir ja schon, Sam. Nein, das tun wir überhaupt nicht. Unterwegs bin ich Hunderten von Menschen begegnet. Und wenn einer das Virus hat, dann haben es gleich 10 andere. Und wenn einer davon Cedar Creek verlässt, Billy, dann stecken wir mächtig in der Scheiße. Haben Sie Hunger? Gut. Ich habe jemanden kennengelernt. Ich möchte lieber allein sein. Es gibt Dunkelheit. Sie haben keine Ahnung, womit Sie es zu tun haben. Das sind keine Menschen, wissen Sie? Über 90% der Bevölkerung sind Opfer der grassierenden Blindheit. Angesichts des Ernstes der Situation gilt unser Hauptaugenmerk der Eindämmung. Möge Gott uns beistehen. Das Einzige, das schlimmer ist, als zu erblinden, ist, als Einzige zu sehen.